Hallo YouTube, willkommen zum neuen Video zu Star Wars Jedi Survivor. Heute erkläre ich euch mal alles, was ihr zu den Trophäen im Spiel wissen müsst, um die Platin-Trophäe freizuschalten. Das Game ist jetzt schon ein bisschen draußen und das ist eigentlich so das letzte relevante Thema, was es noch zu besprechen gibt. Also lass uns auch schon direkt anfangen. Wenn wir in Star Wars Jedi Survivor die Platin-Trophäe haben wollen, dann müssen wir natürlich die Story komplett abschließen. Wie in jedem Spiel gibt es eigentlich auch Story-Trophäen. Und da sehen wir zum Beispiel die erste hier, Duell auf den Dächern. Und dann die letzte, ein Ort namens Heimat. Das ist eine Goldtrophäe, das ist relativ signifikant. Das heißt, wenn ihr die Story beendet habt, habt ihr auch alle diese Trophäen. Da muss man nicht weiter drauf eingehen. So, kommen wir auch schon zu den Story-uns-spezifischen Trophäen. Da gehe ich jetzt einfach chronologisch von oben nach unten durch. Erste ist Han Solo. Ihr habt in eure ultimative Fähigkeit. Wird ja auch eingeführt am Anfang der Story mit dem Verlangsamen, was der Kelf schon vom letzten Teil hat. Und einfach diese ultimative Fähigkeit, wenn sie sich aufgeladen hat, mehrmals benutzen und dann eben 50 Gegner in dieser Fähigkeit besiegen. Wenn ihr das regelmäßig macht während der Story oder auch danach, wenn ihr es noch nicht habt, habt ihr das relativ schnell. Genau. Dann, sowas von unzivilisiert, da müssen wir eben perfekt mit unserem Blaster-Lichtschwert-Spiel kontern. Wir haben die Fähigkeit aus der Nähe, seht ihr in eurem Fähigkeitsbaum von eurem Blasterlichtschwert, das skillen am besten logischerweise und dann zu einem Gegner hingehen, einem Nahkämpfer, der muss euch dann angreifen und kurz bevor er euch trifft, müsst ihr dann Dreieck drücken, um sozusagen perfekt mit eurem Blaster zu kontern. Dann zieht Keil den Blaster und tut so einen Knockback-Schuss machen, das ist sehr signifikant, habe ich auch nochmal eingeblendet und das müsst ihr eben 10-mal machen. Genau. Dann haben wir noch die Trophäe Du hast einen Freund. Das ist die eigentlich am verpassbarsten Trophäe sozusagen. Denn hier müssen wir unsere Kollegen, und das bedeutet Boat und Marin, anweisen, Gegner anzugreifen. Das können wir machen, wenn die Leiste rechts unten unseres Fähigkeitsmenüs aufgeladen ist. Können wir einfach R1 drücken, einen Gegner anvisieren und dann Viereck drücken, sobald wir eben mit Marin und Boat unterwegs sind. Boats haben wir natürlich nach der Story aus logischen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Mit Marin können wir aber trotzdem nochmal in die Wüste zurückgehen, auf Jeddah, und dort Gegner besiegen. Haben wir das mit Boat nicht gemacht, 10-mal, dann müssen wir die Story im neuen Spiel Plus nochmal spielen, um das Ganze nachzuholen. Als nächstes haben wir die Trophäe Fang. Das ist eigentlich relativ simpel, ihr kennt ja sicherlich die Rollenminen aus dem Spiel. Das sind diese kreisförmigen Teile, die euch so hinterherrollen und mit diesem blauen Faden und der dann rot wird und die wollen explodieren, wenn sie nah bei euch sind. Die einfach mit L2 mit der Macht anziehen, mit R2 auf Gegner abwerfen und dann damit 3 Gegner treffen. Dann kommen wir auch zum der nächsten Trophäe. Sie haben es nicht kommen sehen. Das sind einfach 20 lautlose Kills. Eigentlich auch sehr, sehr easy in den meisten Spielen. Da gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen. Dann haben wir Kanonesh. Da müssen wir in die Minenkanone oder bei der Minenkanone sein, auf dem zerstörten Mond. Das zeige ich euch gerade im Hintergrund, wie ihr da zum perfekten Punkt kommt. Und dann haben wir so einen Überweg, wo eine Menge Bantam Raiders sind, die einfach auf einen zukommen lassen, mit der Macht wegstoßen. Wie ein Droiden ist es am einfachsten, genau wenn diese Minenkanone eben aktiv ist. Und dann sind die Gegner da auch schon drin. Ich bin eine lebende Legende, da müssen wir alle legendäre Gegner besiegen. Wie zu den meisten Sammelobjekten werde ich hier nicht genauer darauf eingehen. Ich kann auch ein 5-Stunden-Video machen, wo ich jedes Sammelobjekt und jeden legendären Gegner zeige. Da gibt es aber schon genug Videos auf YouTube, falls ihr da Abhilfe braucht. Ich mache hier nur eine große Zusammenfassung von allem. Des Weiteren haben wir die Trophäe Komm da runter. Da müssen wir einfach 20 angehobene Gegner angreifen. Wir kommen in der Story mit der Zeit die Fähigkeit mit R1 Dreieck Gegner anzuheben, vor allem kleinere, später aber auch größere. Das machen wir einfach, sobald wir Macht verfügbar haben, R1 Dreieck, dann schweben unsere Gegner so herum, wir greifen sie in der Luft an und das Ganze 20 Mal. 1 Meter Macht ist dann die folgende Trophäe, da müssen wir eben 50 Angriffe mit Hilfe des fokussierten Blicks entgehen. Den fokussierten Blick lernen wir als Machtfähigkeit kennen und diese Machtfähigkeit müssen wir eben 50 mal einsetzen. Das heißt, wir halten Kreis gedrückt, Entschuldigung, dann gehen wir in so eine Art Machtmodus
Und dann können uns die meisten Gegner mit ihren Auto-Attacks nicht mehr angreifen, beziehungsweise wir tun automatisch ausweichen, sobald wir Macht haben. Das einfach auch 50 Mal ausführen. Dann haben wir gleich und gleich streiten sich gerne. Genau, dann müssen wir einfach einen Gegner verwirren. Das können wir ja auch mit unserem R1-Menü machen, zum Beispiel auf der PlayStation. Dann einfach auf R1 gehen und auf Kreis danach. Dann verwirren wir einen Gegner. Je nachdem, wie weit ihr das ausgebaut habt, im Fähigkeitsbaum könnt ihr auch kleinere und größere, also stärkere Gegner verwirren. Und die müssen dann einfach einen gleichen Gegner angreifen. Dann zum Beispiel zwei Bentley Raiders, wo die den einen verwirren und der eine besiegt dann den anderen. Oder vielleicht einfacher, macht ihr es noch mit Sturmtruppen oder Kampfdruiden. So, dann haben wir noch Punkt genau. Da müssen wir 10 Präzisionsfreigaben mit perfektem Timing ausführen. Das ist sicherlich auch sehr interessant für die meisten. Präzises Freigeben ist eine Fähigkeit von unserem Doppellichtschwert. Das tun wir dann skillen. Man können wir Dreieck gedrückt halten, ähnlich wie mit 1 in der Macht, gehen wir dann in so einen Machtmodus rein. Und wenn dann auch kurz bevor uns die Gegner angreifen, lassen wir dieses Dreieck los, um dann sozusagen einen perfekten Konter auszuführen. Das einfach 10-mal machen. Als nächstes kommt dann reingeschmettert Bann. Da müssen wir einfach, nachdem wir es ähnlich wie beim Machtanheben kennengelernt haben, mit R1X Gegner zu Boden reißen, also niederschmettern. Das geht am besten natürlich bei kleineren Gegnern. Also sucht euch eine Horde von kleineren Gegnern, zum Beispiel Kampfdruiden oder Sturmtruppen, und drückt dann R1X und dann müsst ihr 5 Leute gleichzeitig zu Boden reißen. Das funktioniert zum Beispiel auch wunderbar beim zerstörten Mond. Eben genau bei der Minenanlage wie bei der anderen Trophäe. Genau. Wollen wir die Trophäe Riposte abschließen, so müssen wir am besten stärkere Gegner, wie zum Beispiel Bentlem Raider, zu uns herziehen. Diese wehren sich dann gegen den L2 Machtmagneten und gehen irgendwann zu einem Gegenangriff über, den wir einfach einmal blocken müssen. Sind die aber zu stark in dem Spiel, dann kann es das sein, dass wir so stark sind, dass sie sich gar nicht mehr gegen den Machtmagnet wehren können, da wir drauf aufpassen und dann dementsprechend starke Gegner wählen, wie zum Beispiel große Monster. Entdecke und schließe alle Jedi-Kammern ab. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne auschecken. Dann habt ihr auch alle Jedi-Kammern abgeschlossen. Genau. Wollen wir die Trophäe König der Welt abschließen, so müssen wir erstmal zum Fort Kalin reisen, hier zum Schnellreisepunkt, alles im Hintergrund aufgezeigt. Und dann gehen wir kurz zusammen durch, wo ihr hingehen müsst. Ganz einfach, wir gehen hier links an dem Haus hier hoch, da können wir uns hochschwingen. Und dann machen wir hier einmal den Weg ums Fort herum. Wir benutzen dieses Sprungbrett und wollen dann hier an der linken Außenmauer aus dem Fort raus. Und wir können dann hier ein bisschen runterdroppen und einen Sprung um diesen Turm herum machen. Dann springen wir einmal rum, wie gesagt, gehen hier hoch und von dort aus können wir den Turm erklimmen. Dann haben wir auch schon die Trophäe. Bei der Trophäe, es gibt kein Versuchen, müssen wir ein Schiff aus der Teergrube heben. Dabei ist die Teergrube eigentlich ganz am Anfang bei der Abschussstelle, wie ihr diese Teergrube sehen. Habt ihr aber später im Spiel auch das Machtanheben gelernt, wie ich gerade eben schon gesagt, mit der einen Trophäe könnt ihr mit R1 Dreieck dieses Schiff aus der Teergrube heben, um somit das Problem von einem kleinen Fliegerdruiden zu lösen. Genau. Das ist nicht die Podrennen, ist auch eine interessante Trophäe. Lege einfach 500 Meter auf dem Reittier zurück. Später lernen wir einfach im Spiel Reittiere mit R1 zu zähmen und dann einfach 500 Meter laufen. Das macht ihr eigentlich auch mehr wieder und wieder weniger automatisch. Putzarbeiten ist auch eine relativ versteckte Trophäe eigentlich, aber haben auch die meisten Leute. Ihr müsst einfach bei Grease Cantina direkt rechts beim Eingang den kleinen Weg runter und dann einfach einmal die Klospülung in der Toilette aktivieren. Ihnen geht es sicherlich gut, ist auch eine interessante Trophäe. Wir müssen einfach unser Reittier ins Unbekannte fallen lassen. Das heißt, wir gehen einfach zu einer Schlucht, springen mit dem Reittier rein und springen dann selber wieder in Sicherheit. Das Reittier fällt einfach runter und dann haben wir das. Für die Skywalker-Trophäe machen wir uns einfach ganz einfach. Wir tun die verwüstete Ansiedlung besuchen und fliegen dann dort einfach mit unseren Flugtieren herum. Dort können wir uns mit den Geysiren oder diesen Heißdampfvulkan unendlich in der Luft halten und schaffen die 60 Sekunden in der Luft ohne Probleme. Als nächstes müssen wir für die Das ist eine Falle-Trophäe
die Ponki-Höhlen erforschen. Dazu zeige ich euch gerade, wie ihr zu den Ponki-Höhlen einfach hinkommt. Das soll dann relativ eindeutig sein. Und dann müssen wir einfach dort die Ponki-Höhlen einfach durchlaufen und geraten dann in eine Falle von Ravis-Anhängern rein. Das habe ich auch in den Videos zu meinen Kisten-Spots freischalten nochmal gezeigt, falls ihr das nochmal ein bisschen genauer nachgestellt haben wollt. Als nächstes haben wir maximale Kapazität, aber eine volle Kantina. Das sind auch wieder Sammelobjekte. Ihr könnt ja an verschiedenen Orten Leute für eure Kantina rekrutieren. Habt ihr da noch nicht alle gesammelt, könnt ihr auch gerne euch ein Video angucken, wie ihr das Ganze macht. Wie gesagt, ich will den Rahmen des Videos hier nicht sprengen. Ogling streicheln, simple Trophäe. Ihr kennt ja die kleinen Füchse auf Kobo. Einfach zu denen hingehen und die einmal streicheln, dann habt ihr die Trophäe schon. Sehr simpel. Und die anschließende Silbertrophäe heißt Cage Match. Da müssen wir einfach die Kopfgeldjägerin Cage Wender besiegen, bzw. bekämpfen in dieser coolen Boba Fett-Szene, dieser Geheimszene. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie ihr alle Kopfgeldjäger ausschaltet und dann Cage bekämpft. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Genau, Puck egal. Erhalte dein erstes Kopfgeld, ist sozusagen der Anfang von dem Ganzen. Also einfach einen Kopfgeldjäger besiegen, ist auch in dem Video drin, aber sollten die meisten schon haben. Bonusrunde, da müssen wir alle Bonus-Slots ausrüsten, beziehungsweise alle Bonus-Slots freischalten und dann in allen Bonus-Slots noch einen Slot reinmachen. Heißt, es gibt 10 Bonus-Slots, da könnt ihr euch auch gerne angucken auf YouTube, wie ihr die alle erhaltet. Und dann müsst ihr auch noch alle dieser Bonus-Slots mit einem Boni, ist aber eigentlich egal welcher, vollständig befüllen. Genau, Greasy Brinks, da müssen wir dann einfach 25 Sammelobjekte eintauschen. Ihr haltet zum Beispiel Priorit-Klumpen oder Datendisks für verschiedene Shops. Oder eben zum Beispiel, wie gerade eben auch schon gesagt, diese Kopfgeld-Pucks, die ihr bevor ihr Cage bekämpft, bei ihrem Laden noch verkaufen könnt. Und da müsst ihr einfach auch mit Händler tauschen und dann habt ihr das auch relativ schnell. Cobra Kell halten wir auch relativ simpel. In Domas Laden könnt ihr für ein bisschen Priorit das Stirnband kaufen, eben diese Stirnbandfrisur. Dann gehen wir mit der Frisur ausgerüstet auf Jeddah und greifen da einmal diesen Sturmtruppler-Dummy neben der Mantis an. Fertig. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr gespürt habe, oder was auch immer da steht, da müssen wir einfach ein klassisches Kleidungsstück tragen. Das ist in dem Fall der Poncho aus dem ersten Teil. Die meisten von euch werden vielleicht wissen, wie man den bekommt. Man geht zum Fort Kalin, zu der einen Luke und fällt dann dort runter, besiegt den Octobogdo-Spawn und dann bekommt man dort unten den Poncho in der Truhe, rüstet den aus und erhält die Trophäe. Genau, ein neuer Luke. Dort müssen wir einfach in jedem Slot ein neues kosmetisches Objekt auswählen. Das heißt, geht einfach in eure Cosmetics und tut dort einmal alles auswechseln. Man habt ihr das auch schon. Vorne kurz, hinten lang ist einfach, dass wir den Fokuhia-Haarschnitt nehmen müssen. Rüstet den dann einfach am besten aus und füllt dann einen Dropkick aus. Das macht ihr mit der Parierstange, mit dem Lichtschwert. Dort müsst ihr dann einfach rennen und während ihr im Sprint seid, auf den Gegner zu sprinten und dann ganz normale Auto-Attack Viereck drücken und dann Dropkickt Kell auf die Gegner drauf. Bei mir hat es sogar funktioniert ohne einen Gegner. Bei euch sollte das aber eigentlich nicht so sein. Das heißt, einfach zu dem Gegner hingehen und einmal Dropkicken. Die nächste Trophäe ist vollständig ausgerüstet. Dort müssen wir BD1, unserem Blaster und unserem Lichtschwert einen neuen Look verteilen. Heißt, wir gehen einfach zur Werkbank und tauschen jeweils einen Teil von den Elementen aus. Den Blaster bekommen wir erst später im Spiel von Boat geschenkt. Heißt, wir machen das erst später. Bei BD1 und Lichtschwert können wir es relativ früh machen. Bei Scuba-Tauchgang müssen wir erstmal Scuba rekrutieren durch ein Gerücht. Dann können wir ihn mit seinem Fischerboot an 12 Orten, meistens auf Kobo, aber auch mal auf Jeddah, antreffen. Drehen wir dann an diesen Orten mit ihm, erhalten wir die Fische, haben wir alle 12 Fische. Kommen wir die Trophäe, wisst ihr nicht, wo das ist, könnt ihr euch gerne das nochmal auf YouTube angucken. Dasselbe ist mit Wachstumsschub, auch relativ nervig. Wir müssen erstmal Pili rekrutieren auf Jeddah, dann kommt sie in unseren Garten auf Kobo. Wir können auf Kobo Samen farmen. Diese Samen pflanzen wir dann eben in unseren verfügbaren Beeten auf dem Dach ein. Am besten alle Beete ausfüllen,
die dann wachsen lassen, mit Pili über die Samen reden, dann tut sie von Zeit zu Zeit mehr Platz freischalten. Das macht ihr dann eben nochmal, bis sie den ganzen Platz von den Beeten freigeschaltet hat. Bei Glücksspiel könnt ihr euch auch nochmal angucken, müsst ihr beim Kochen und Fels zwei Kollegen retten. Habt ihr das getan, werden sie auch rekrutiert und ihr könnt auf der mittleren Ebene der Kantina mit den Holotactics spielen. Habt ihr alle Matches abgeschlossen, dann habt ihr auch diese Trophäe. Die nächste relativ nervige Trophäe ist intergalaktische Geografie. Hier müssen wir alle Gegnertypen scannen. Das heißt, wir müssen, wenn ihr Gegner neu findet, erstmal stehen bleiben und dann die Gegner scannen. Das gilt aber nur für normale Gegner. Habt ihr das mit allen normalen Gegnern gemacht, müsst ihr auch noch die legendären Bosse finden. Da schlagt ihr ja zwei Fliegen mit einer Klappe, da ihr in der vorherigen Trophäe schon alle legendären Bosse aufgesucht habt. Habt ihr also alle legendären Bosse, dann habt ihr auch den Reitfaden voll, so lallt ihr natürlich alle anderen Objekte bzw. Gegner schon habt. Die legendären Bosse müsst ihr aber nicht nochmal extra scannen, sondern nur besiegen. Folglich geht es dann zur Trophäe Aufklärung. Hier müssen wir einfach nur in das Fernglas mit BD1 gehen. Genau, zum Beispiel bei PlayStation ist das einfach BD1 einschalten mit Pfeiltasten nach unten und dann R3 und dann einfach einen Gegner anvisieren und dann, während der anvisiert ist, wird euch der taktische Leitfaden vorgeschlagen, da drauf gehen, dann habt ihr die Trophäe. Bei Kaufrausch ist es auch sehr nervig, ihr müsst nämlich alle Prioritlumpen finden. Denn mit Prioritlumpen könnt ihr bei Domas Laden einkaufen, ihr braucht alles bei Domas Laden, also auch alle Prioritlumpen. Wisst ihr nicht, wo die hier sind, dann könnt ihr euch auf YouTube auch nochmal Videos angucken, wie ihr die Standorte freischaltet, beziehungsweise wo alle Prioritlumpen sich befinden. Der Weg der Jedi ist jetzt nochmal die nächste Trophäe, die ist wieder deutlich einfacher, ihr müsst einfach nur 3 vollständige Fähigkeitsbäume freischalten. Ihr habt ja mehrere Fähigkeitsbäume für Leben, Macht und Lichtschwertziele, dort einfach 3 Bäume vervollständigen. Und dann kommen wir auch schon endlich zur allerletzten Goldtrophäe, nämlich Blut, Schweiß und Risse. Ich muss es leider enttäuschen, ist eine relativ nervige Trophäe, denn wir müssen alle Machtrisse abschließen. Die sind relativ nervig, weil sie erstens mal versteckt sind oftmals und zweitens haben sie auch manchmal nervige Kämpfe bzw. nervige Jump'n'Runs. Wisst ihr nicht, wo sie sind oder wisst ihr nicht, wie ihr sie abschließen könnt, dann könnt ihr euch auch mal gerne Videos auf YouTube angucken. Ich habe zum Beispiel nochmal einen Guide dazu gemacht, wie ihr diese beiden Octobocto-Frösche in Domas Laden besiegt. Das soll es aber dann nochmal dazu gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Dann bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Abschließen der Platin-Trophäe. Abonniert gerne den Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.